whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich wieder eine Special Release Flasche für Sie mitgebracht. Und zwar ein Petit Weich. Ich sage jetzt Petit Weich, meine das ein Petit Wech. Wech ist auch richtig. Die Brennerei existiert nicht mehr. Und das ist sehr schön hier auf dieser Cardbox, dieser Verkaufsverpackung dargestellt. Die Brennerei wurde 1975 erst gebaut, und zwar in der Nähe von Mortlach, so 100 Meter weg oder so. Und dann gab es eine Whisky-Pipeline von diesem Brennhaus zu Mortlach rüber, nämlich da zur entsprechenden Fassbefüllung, weil Petit Wech hatte nur ein Brennhaus und ein Mashhaus, weil man hier Experimente machte. Experimente, wie man Whisky besser herstellen kann, wie man Whisky anders herstellen kann. Und 1993 hat man dann damit aufgehört. Das heißt, diese Whisky-Brennerei war etwas Besonderes. Sie hat nämlich über die große Recession hinweg gearbeitet. Und als die Rezession dann vorbei war, jo, hatten wir aufgehört. Ne? Also ganz was Seltenes. Und dieser Whisky wurde 1989 gebrannt. Sie sind blöd, ne? 1975, 1993, das geht also jetzt weiter und dann geht's, schwupp, geht's wieder zurück zu 1989. Petit Wech ist gälisch und könnte zu einem Early Dwelling auf dieser Farmstead Birchwood, ja, was immer das heißen soll. So, was ist da drin? Da drin? Da steht nochmal außen das Etikett nochmal reingeklebt. So. Die Flasche selber zeigt auch nicht mehr. Doch, das zeigt hier unten noch was. Das ist die Flasche 1999 von 5922 Flaschen. Das heißt, auch hier wieder limitiert. Oft auch eine klägliche Zahl, die weltweit sich doch ja, also nicht so niedrig darstellen wird. Dazu gibt es einen Preis von über 300 Euro. Und damit wird die Flasche dann doch ein Weilchen vorhalten. Wobei, wenn die Brennerei schon abgerissen ist und jetzt hier Originalabfüllung, ich weiß nicht, das ist die erste Originalabfüllung? Nee, nicht ganz. Ich glaube, da gab es schon was. Dann ist die aber für die Sammler was wert. Ne? Und die sind dann bereit, ein paar Euro mehr zu bezahlen. Und statt nun der eine kauft und verkauft sofort an Sammler mit dem Aufpreis und so, sagt die Brennerei, jo, machen wir es gleich, nicht die Brennerei, der ehemalige Eigentümer der Brennerei, dem jetzt die Fässer gehören, jo, machen wir es gleich ein bisschen teurer. Dann bleibt dieses Geld bei uns und wird nicht unter den Sammlern verteilt. Dieses kleine Büchlein gibt es ja nicht dazu. Das gab es zu meinem Tasting-Set, woraus ich diese kleine Miniatur habe, mit dazu. Und da steht nur über die Special Releases 2015 über jede Flasche was drin. Und hier haben wir nun was zu erzählen über die Brennerei. War also eine der Brennereien, die am kürzesten in Schottland überhaupt produziert haben. Zuerst wurde sie für Arthur Bell & Sons, um für die nahegelegene Brennerei Dufftown zu arbeiten. Und dann wurden sie, Arthur Bell & Sons ist Teil vom Diageo, meines Wissens, ja. Und dann wurde sie 1993 in einem Merger als überflüssig geschlossen. Das ist der einzige Single Malt, der seit 1991 verfügbar ist. Und da gab es vorher einen 12 Jahre alten Flora und Fauna, der 1991 released wurde, und ein Special Release 1989, der 2009 mit einem Alter von 20 Jahren abgefüllt wurde. An die Flasche habe ich mich erinnert, genau. Das war die. Und der Flora und Fauna, den habe ich probiert. Genau, da finden Sie das Video. Ne? Den habe ich probiert. Da sieht man hier von dieser riesigen Mashtun, gerade als sie produziert wurde, den gewaltigen Underback. So groß hat man uns nicht selten gesehen. So.
goldgelb, stimmt. In der Nase fest, honigsüß, fermentierten Malz mit Mandelöl. Dann wird es sehr schnell komplex mit fruchtigen Noten, Ananas, gebackter grüner Apfel. Darunter Vanille, Senf. Senf. Jo. Und wenn man Wasser dazu gibt, eine schöne Süße mit einem oiligen Schuh. Was ist denn das? Highlight. Ein Englisch im anderen übersetzt. Geschnittene Bananen mit Honig, Malzzucker, Körpermedium. Im Geschmack überraschend mild in dieser Fassstärke. Süß und kühlend. Ja, da sind diese hohen Alkohole bringenden Kälteempfinden. Mit einer leichten Säure. Jo. Warme Nussigkeit, immer noch ölig. Ja. Butter. Tart. Butter. Buttery Tart. Mit Wasser wird er fester in der Textur. Ja, klar. Bei 46 Volumenprozent haben wir die höchste Zähigkeit vom Alkohol-Wassergemisch. Wird wärmer und trockener. Gemischte Fritte. Medium in der Länge und wärmend. Leicht scharf. Milder mit Wasser. Mit Bitterness. Jo. Ha. Das wird ja ein interessantes Stück. Jahre. Heute nicht mehr so oft zu bekommen. Mein Gott, läuft der ölig rein. Und da haben sich gleich Wirbel drin gebildet. Super. Hoho. Und wie viele Umdrehungen hat er jetzt? Was habe ich gesagt? 49,9. Da kann ich mir das Wasser sparen. Schauen wir mal. Extra nicht so viel eingeschenkt. Ganz was anderes, als man erwarten würde. Und dieses Mandelöl, dominant steht es in der Mitte. Diese kühlende Note des Alkohols, ja, geht rüber zur Ananas. Die ist ja auch so ein bisschen esterleicht. Grüner Apfel. Und dann heißt es Erdbeermarmelade. Strawberry Jam. Ja, mit ein bisschen guten Willen. Das können auch Erdbeerester sein. Ja, ein wunderschön für einen 25-Jährigen, ein wunderschön frischer, blühender Malt. Mit einer merkwürdigen, nicht merkwürdigen, mit einer wundervollen, das ist das richtige Wort, mit einer wundervollen Mandelölnote obendrauf. Wobei ich verstehen muss, Mandelöl kenne ich so nicht, sondern ich kenne meine Mandeln, die ich hin und wieder esse. Und wenn man die so ein bisschen kaut, ergibt sie so eine leichte Öligkeit. Das kenne ich. Ansonsten kenne ich Mandelmilch, aber das ist es nicht. Mild und süß. Und dann kommt diese leichte Säure tatsächlich durch. Das ist so richtig Zitrone. Limette. Jo. Und es bleibt aber im Mund dann ölig. Malz. Jo. Kommt schon. Und dann im Abgang bleiben so ein paar, ja, überraschend, ein paar Kräuter, die vorher überhaupt nicht zu sehen waren oder zu spüren waren, bleiben da ein bisschen über. Und angeblich Heidehonig. Ich habe so einen leichten Belag, wie man ihn beim Honig manchmal hat. Aber nicht so wirklich. Das sollen als Fässer amerikanischer Refill Hogsheads verwendet worden sein. Damals, ja, vor 25 Jahren,
kamen die tatsächlich zum Teil noch in Dauben rüber und wurden dann zu Hogshead montiert. Heute werden die in ihrer Gesamtheit verschifft, weil einfach die Arbeitszeit zum Zusammensetzen viel höher ist als die Frachtrate für den Raum, den man da verwendet. Ne? Und es sollen First Fill Ex-Bourbon Barrels mit dabei sein. Säure, jo, aber wässert den Mund und dann kommen die Kräuter, jo, so Wiesenkräuter, so wie so ein Büschel, wenn man irgendwo im Hotelzimmer irgendwo findet. Ne? Eigentlich jetzt mit Lavendel und Jasmin, nee, überhaupt nicht, aber so andere Kräuter so. Und am Ende ein bisschen trockener werdend. Es ist kein Whisky, wohl jetzt sagen 25 Jahre alt, schwer, reif, vor allem Eiche, Sherryfass Einfluss und so. Nein, null. Ne? Also das ist einer, der ist, es fällt ganz, ganz anders aus durch diesen starken, fruchtigen, intensiven, ja, mandelnussigen zusammen mit jetzt Ananas, grünem Apfel, also diese hellen, frischen Fruchtaromen im Ansatz. Und dann in 49,9 schon mild auf der Zunge. Dann aber kommt die Säure durch. Ne? Ja. Über 300. Muss man sich überlegen, ob das haben muss. Für die Sammler sicherlich hochinteressante Flasche, weil es halt davon nicht so viel gibt. Und das ist jetzt die zweite. Wer also diese 20-jährige Originalflasche hat, das macht ein Pärchen, ne? Gut, das soll es gewesen sein. Ich freue mich, wenn Sie bei uns im Shopsystem schauen, ob davon überhaupt noch was da ist. Ich weise darauf hin und dann sagen sie die alle weg oder sagen sie, das machst du mit dem Mund wässrig und gibt nichts mehr. Ja, ich bin es ja auch nicht schuld. Wir kriegen ja nicht mehr, ne? 5.922 Flaschen für alle auf der Welt. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.